Im Namen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist feiern wir Gottesdienst. Herzlich willkommen in der Friesenkapelle in Wenningstedt. Es ist Palmsonntag, der letzte Sonntag in der Passionszeit. Tag, an dem der Christus einzieht in Jerusalem. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, rufen sie heute. Gott segne uns diese Stunde. Amen. Die Lesung des heutigen Sonntags steht geschrieben bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Amen. Thank you.
macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Segen mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpferreich von Rat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen ins Gemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint, dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Die Gnade unseres Bruders Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Palmsonntag ist Aufbruchstag. Heute bricht sie an, die Karwoche. Es geht, nein, nicht auf Ostern, noch nicht, auch wenn die ersten Ostergäste da sind. Erstmal geht es auf Karfreitag, erstmal geht es aufs Kreuz zu. Beim Sonntag ist wie ein kleines Ostern vorweg. Ein Lichtblick schon mal, Kraft tanken vor dem Unvermeidlichen. Früher brachten die Menschen an diesem Sonntag grüne Zweige mit in den Gottesdienst, um damit das Altarkreuz zu schmücken. Ein schöner Brauch. Das Kreuz wird grünen und blühen. Das Leben wird sich bahnbrechen. Daran erinnert euch, wenn ihr aufbrecht in diese dunkle Woche, wenn ihr gerade unterwegs seid in schwieriger Zeit. Palmsonntag ist Aufbruchstag. Jesus bricht auf nach Jerusalem zum Fest und zum Kreuz. Das Fest heißt Pessach, Passa. Es ist das Fest der Freiheit, der Befreiung von Gefangenschaft damals in Ägypten. Mose ging voran und Gott, der Ich bin Gott, ich bin da, ich bin mit dir, so ist sein Name. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, wie sie euch knechten und krümmen und ihr euch knechten lasst und euch krümmt. Wie sie euch klein machen und ihr euch klein machen lasst. Ich will, dass ihr frei seid, euch gerade macht, die Fesseln abstreift. Es ist die Urgeschichte des Gottesvolkes. In der vergangenen Woche in Israel, ich weiß, man kann viel diskutieren über das Land und seine Politik, aber dies fand ich ungeheuer beeindruckend. Ein ganzes Land legt geschlossen im Protest die Arbeit nieder. Nichts geht mehr. Lockdown gegen die eigene Regierung. Wow. Passa, das Fest der Befreiung. Zur Freiheit hat Gott uns befreit, sagt Paulus später. Zum Passafest war er gekommen und Tausende mit ihm, randvoll ist die Stadt.
Sein Einzug wird zum umjubelten Triumph. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, das adventliche Jubellied gehört hierher. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Grüne Palmzweige legen die Menschen ihm zu Füßen, ihre Kleider breiten sie vor ihm aus wie einen roten Teppich. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sie sind gespannt, wollen ihn sehen. Verblüffendes hatte man von ihm gehört, dass er einen verstorbenen Lazarus in seinem Grab angesprochen hat. Er hat damit die Grabesruhe gestört. Er hat sie unterbrochen. Offenbar wendet er sich genau dem zu, vor dessen Berührung gewarnt wird. Offenbar findet er sich nicht damit ab, dass Menschen nach ihrem Tod einfach nicht mehr da sind. Hosianna, jubeln sie heute und sie meinen es heute auch so. Hosianna. Und Jesus? Vielleicht konnte er ja den Jubel genießen, sich freuen an der Freude der Menschen, Kraft tanken für den Weg, der vor ihm liegt. Jesus, König auf einem Esel. Sein Thron ist der Rücken eines armseligen Tieres. Dein König kommt in niedern Hüllen, noch so ein Adventslied. Ein König nicht mit knallenden Hacken, eiskalten Worten, eingefrorenen Gesichtszügen, Kalkül und drohenden Gebärden. Ein König anders, sanft, rücksichtsvoll, friedfertig, verletzlich. Mit dem Aufbruch beginnt heute der Abstieg. Es beginnt sein Todesmarsch hin zum Kreuz. Die grünen Zweige verwelken. Die Leute rufen bald nicht mehr. Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Schnell ist vergessen, was gestern noch galt. Weg mit ihm, werden sie schreien. Bist du der Judenkönig, wird Pilatus ihn dann fragen und er antwortet, du sagst es. Er bleibt der König. Kann man das verstehen, diesen Umschwung, diese Abwendung? Im Predigttext lesen wir, solches verstanden seine Jünger zuvor nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Auch die Jünger, seine Vertrauten, verstanden nichts. Es gibt Verborgenes, Dunkles, Unverstandenes, und es kommt doch zu Tage, es lichtet sich. An Ostern gehen ihnen die Augen auf, sie sehen, was ihnen ein Rätsel war. Er ist König, dennoch. Das Kreuz widerlegt ihn nicht, im Gegenteil. Er ist der dennoch König in niedern Hüllen. Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, o Friedensfürst von großer Macht, so das Lied. Er ist ein König von anderer Art, ganz anders als unsere Zeit gerade, unsere Zeit der Heere und Speere, der Panzer, Drohnen und Raketen. Er stellt unsere Logik, unsere Macht in Frage. Palmsonntag, Aufbruchstag, bricht unsere ängstlichen Verkrustungen, unser verzweifeltes Weiter so, wie soll es denn anders gehen, auf. Wagt andere Gedanken zu denken, ohne schon zu wissen, wie es geht.
Unser Schwert ist Liebe, so der Titel des Buches der Iranerin Gilda Sahebi. Unser Schwert ist Liebe. Er ist stark in seiner Liebe, ein Held voller Leidenschaft für die Bedrängten, für die Verdrängten. Liebe grenzenlos, über Grenzen und Schlagbäume hinweg. Selbst der Tod ist keine Grenze für ihn. Palmsonntag, ein Tag der Hoffnung, es könnte Ostern werden ohne Karfreitag. Es könnte Leben geben ohne Leid und Schmerz und Tod. So haben wir es gern. Und der auferstehen wird, könnte auferstanden sein ein für allemal und muss nicht wieder und wieder leiden und sterben. Wir wissen, was kommt. Heut ist Christus der König und die Menschen können es glauben. Wir können nichts gegen ihn ausrichten, alle Welt läuft ihm nach, heißt es am Ende unserer Geschichte. Und auf gewisse Weise haben sie recht behalten. Schließen wir uns ihrem Aufmarsch an. Vertrauen wir diesem anderen König mit seiner anderen Macht. Heute ist das Kreuz grün geschmückt. Das Leben wird blühen. Amen. Und der Friede Gottes, höher als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Gott segne dich und er behüte dich.
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wöchentlich stellen wir Andachten und Kinderkirche online. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Wir freuen uns.